Hallo, in diesem Video möchte ich zeigen, wie man Hyperbel zeichnet, und zwar mit Hilfe des grafikfähigen Taschenrechners. Die Aufgabe heißt, zeichne die Graphen der Funktionen g mit der Funktionsgleichung y ist gleich 2 durch x und h mit der Funktionsgleichung y ist gleich minus 0,5 durch x. Für x Element von minus 4 bis 4, das bedeutet nichts anderes, dass ich in diesem Bereich hier zeichnen muss von minus 4 bis 4, so gut es geht. Der Taschenrechner bietet hier einen unschätzbaren Vorteil, deswegen will ich euch zeigen, wie das funktioniert. Wir brauchen also zuerst einen Taschenrechner, gehen dann auf y ist gleich beim Taschenrechner, sodass hier die Auswahl kommt y1, y2 und so weiter und so fort und tippen jetzt zum Beispiel bei y1 die erste Funktionsgleichung ein. Das wäre 2 durch x. Als nächstes können wir mal im Graph anschauen, wie diese Funktion ungefähr aussieht. Sie wird irgendwie so verlaufen, links unten in diesem Quadranten im dritten und oben im ersten Quadranten, da wird sie irgendwo drin liegen. So, wir wollen sie aber zeichnen, dafür brauchen wir jetzt die Table-Funktion, also Tabelle, das heißt die Wertetabelle. Und hier sehen wir schon, der Taschenrechner rechnet die automatisch aus. Bei 0 sehen wir auch, hier gibt es keinen entsprechenden Funktionswert, aber für alle anderen x-Werte schon. Und das muss man im Prinzip jetzt nur als Punktkoordinaten beachten oder betrachten. Das heißt, die erste Punktkoordinate wäre jetzt in dem Fall 1, 2. Die zweite Punktkoordinate 2, 1, die dritte 3 und 0,67, die vierte 4 und 0,5 und so weiter und so fort. Ja, man kann auch nach oben fahren, um sich die anderen Werte noch anzusehen. Bei der Hyperbel bietet sich sogar an, die Schrittweite automatisch einzustellen. Das heißt, wenn man jetzt mal auf Second Function, die orangene Taste und Table geht, in die Table Settings und dort auf von Auto auf User umstellt, hat man die Möglichkeit, eigene X-Werte einzugeben. Das ist ganz hilfreich bei Hyperbeln, weil die sich an bestimmten Geraden beliebig annähern, aber diese nie erreichen und da kann man ein bisschen herausfinden oder noch die Punkte noch genauer einzeichnen. Also, wenn ich jetzt selbstständig X-Werte eingebe, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1. So, und jetzt möchte ich eine andere Schrittweite, nämlich möchte mal wissen, was bei minus 0,5 rauskommt oder noch bei minus 0,25, sodass ich die Punkte entsprechend genau eingeben kann. Dann sieht man schon, je näher das an 0 geht, desto größer, in dem Fall kleiner wird der y-Wert. Also, jetzt heißt es im Prinzip nur noch Koordinaten eintragen, sowohl für positive x als auch für negative x, also im Bereich von minus 4 bis 4. Wenn ich jetzt noch andere Funktionswerte ausrechnen will, einfach den Wert überschreiben und auf Enter klicken, dann kriegt man hier auch neue Zahlen raus. So, ich habe diese Werte schon mal ausrechnen lassen, y1, das hier ist die erste Funktion, die Funktion g, und das, was bei y2 steht, das ist die zweite Funktion, also h. Und jetzt einfach hergehen und eintragen. Für x gleich minus 4 erhalten wir den Funktionswert von minus 0,5, also 4 und minus 0,5. Dann haben wir 3 und minus 0,67, minus 2 und minus 1, minus 1 und minus 2, minus 0,5 und minus 4. Und der nächste passt schon gar nicht mehr drauf, minus 0,25 und minus 8. Und jetzt so schwungvoll wie möglich, ohne Dellen, ohne Ecken, hier diesen Hyperbelast einzeichnen. Ja, die minus 2 habe ich jetzt auch nicht erwischt. So, und jetzt auch für die positive Zahlen, 0,25 und 8 geht nicht, 0,5 und 4 liegt hier. Dann haben wir 1 und 2, 2 und 1. 3 und 0,67, 4 und 0,5. Gleiches Spiel, jetzt auch wieder so schwungvoll wie möglich, ohne Ecken und Dellen. So, und das gleiche machen wir jetzt auch mit der zweiten Funktion, nämlich mit der Funktion h. Das ist hier der orangene Teil. Einfach gleiches Spiel, von minus 4 haben wir den Wert 0,125. Dann haben wir minus 3 und 0,17. Dann minus 2 und 0,25. Minus 1 und 0,5.
minus 0,5 und 1 und minus 0,25 und 2. Also wird hier diese Hyperbelast ungefähr so aussehen. Hier steigt er an. Achtung, nicht die y-Achse überqueren. So sieht es dann ungefähr aus. So, dann haben wir den zweiten Bereich, nämlich 0,25 und minus 2. Haben wir hier, dann 0,5 und minus 1, 1 und minus 0,5, 2 und minus 0,25 und die anderen auch entsprechend nah. So, sieht diese Hyperbelast ungefähr so aus. Ja, auch die x- und y-Achsen nicht überqueren. Das ist bei dieser Art der Funktion, also wenn nur das x unten drin steht, nicht erlaubt. So zeichnet man Hyperbeln. Die anderen gehen dann genauso.